Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5, der Nachwahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Wie Sie wissen, hat der Abg. René Rock mit Ablauf des 29. Mai 2017 auf seine Mitgliedschaft in der Landespersonalkommission verzichtet. Ferner verzichtet hat der Abg. Wolfgang Greilich mit Ablauf des 29. Mai 2017 auf seine stellvertretende Mitgliedschaft. Nach § 99 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2016, wählt der Hessische Landtag 7 Mitglieder und 7 stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Nach § 99 Absatz 2 des Hessischen Beamtengesetzes tritt der gewählte Stellvertreter für den Rest der Amtszeit an die Stelle des Mitglieds, sobald ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Landespersonalkommission ausscheidet. Da der Abg. Wolfgang Greilich auf seine stellvertretende Mitgliedschaft verzichtet hat, ist sowohl ein Mitglied als auch ein stellvertretendes Mitglied nachzuwählen. Der Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/4927, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Widerspricht jemand der Wahl durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist wiederum das gesamte Haus. Keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Damit ist der Abg. Dr. Frank Blechschmidt als Mitglied sowie der Abg. Wolfgang Greilich als ein stellvertretendes Mitglied in die Landespersonalkommission gewählt.